Hallo Citizen, willkommen zurück zum Patch 8 hier im Deluxe-Hangar von Star Citizen. Letzte Woche war spannend, wir haben wieder einige Neuerungen. Die Hornet-Varianten wurden vorgestellt, nachdem sie ja jetzt über eine Woche Verzögerung hatten. Zudem gibt es den Special Sale der Super Hornet noch bis zum 4. November, wurde also auch um eine Woche verlängert, da es im Forum mehrere Anmerkungen gab, dass verschiedene Leute erst zum Monatsanfang ihr Geld bekommen und somit den Sale wäre er ursprünglich nur bis Ende dieser Woche gelaufen, verpassen würden. Nette Geste von RSI. Die Super Hornet kann also auch bis nach dem Monatsbeginn erworben werden. Die Tracker und Ghost, die zwei anderen Varianten, sind auf unbestimmte Zeit im Shop. Ja, ihr seht, hier hat sich wieder ein klein wenig was getan im Hangar. Ich habe ein bisschen umdisponiert. Und gleich als erstes auffällig, das Licht bei der Constellation ist wieder da, wo es hingehört. Und dazu werfen wir einfach mal einen Blick auf die Patch Notes vom Patch 8 diesmal. Und zwar haben wir diesmal, wie gesagt, den Fix bei der Constellation. Die Raketen bei der 325A und bei der Aurora-Version sind jetzt auch wieder sichtbar. Dann, ja, also insgesamt einiges an Bugfixes. Neu hinzugekommen, neues Feature, die drei Hornet-Varianten. Dann wurde die Haare bei dem Privateer-Outfit wieder hinzugefügt. Und es ist nach wie vor bekannt, also bekannt der Fehler, dass die Upgrade-Pakete zu den einzelnen Schiffen, das betrifft sowohl die LN als auch jetzt die Hornet-Varianten, noch nicht im Spiel integriert sind. Das heißt, nur Leute, die ein Gesamtpaket gekauft haben, sehen auch die Hornet-Varianten bereits im Spiel, im Hangar. Alle anderen sehen sie noch nicht. Sie sehen das nur die Standardversion, also die F7C. Dann einige Sounds sind noch immer nicht im Spiel. Ja. Also die einzigen neuen Features, wie gesagt, sind die neuen Hornets. Und jetzt kommen wir wieder zurück in den Hangar. Und gehen als allererstes mal nach oben. Und werden uns mal die neue Haarpracht anschauen. Und da ist sie auch schon. Ich stelle mich mal an die Wand, dass die Kamera ein bisschen näher geht. Ja, schaut jetzt natürlich wesentlich netter aus als mit einer Glatze auf dem Kopf. Wobei ich nicht sagen möchte, dass Glatzen nicht stylisch sind. Am Fischtank hat sich soweit nichts geändert und wer letzte Wingman's Hangar verfolgt hat, also die Folge 42, der wird auch mitbekommen haben, dass es einen Twitch-Livestream gibt vom Fischtank, und zwar 24 Stunden von Skadi. Dafür hat er auch MVP bekommen, also Most Valuable Post. Ja, wer so Fische steht, kann sich dort tummeln. Aber wir kommen jetzt zum eigentlichen Highlight des Patch 8. Und das sind nun mal die Hornets. In meinem Fall habe ich natürlich nur eine erworben. Und zwar ist das die Super Hornet. Das ist für mich so ein bisschen das Schiff, was ich eigentlich erwartet hatte, als ich vor einem Jahr für das Colonel Package gepledged hatte. Und da steht sie auch, in voller Pracht. Absolut markant für diese Version, diese zwei riesen Gatling-Geschütze auf dem Turm oben. Bisschen OP kommen die rüber, aber die Super Hornet hat nicht umsonst diesen Callsign, denn sie hat von allen Versionen die größtmögliche Bewaffnung dran. Das sind also, wenn alles angebaut ist, 8 Waffen plus 2 Raketenbatterien. Aber sie hat natürlich auch als auffälligstes Merkmal einen zweiten Pilotensitz, beziehungsweise Co-Pilotensitz.
und ist somit auch 2 Meter länger. Sehr kurios, laut Statistik ist sie aber 2 Tonnen leichter als die zivile Variante, obwohl sie länger und größer ist und mehr Ladung praktisch dran hat. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Auf jeden Fall wird sie mit 19.000 zu 21.000 Kilo deklariert. Wird sich aber sicher auch noch aufklären. Sie hat ein paar andere, ja, Decals, also Aufkleber drauf, als die anderen beiden Varianten. Und wie man gerade sehr schön gesehen hat, das Cockpit geht in 2 Richtungen jetzt auch. Und je nachdem, in welche Richtung man schaut, von der Leiter aus gesehen, nach links, klettert man in den Pilotensitz und nach rechts gesehen klettert man in den Co-Pilotensitz. Das werde ich jetzt mal tun. Da sind also ein paar neue Animationen hinzugekommen. Da geht die Kanzel schon wieder zu, die Leiter fährt rein und wir sitzen drinnen. So, jetzt gehe ich nochmal in die Außenansicht. Denn ihr habt einen lustigen Bug, sobald man eingestiegen ist, verschwindet das Fahrgestell. Ihr habt es gerade gesehen, als ich eingestiegen bin, war das noch da. Wahrscheinlich sind schon die Manöverdüsen in Betrieb und die hovert schon so ein bisschen... Nein, ist natürlich Spaß. Das ist einfach ein Grafikbug. Und wie man sehen kann, ist sie von der Grundversion wie die alte Hornet. Sie hat allerdings ein paar neue Details dazu bekommen. Zum Beispiel hier diese Schürzen oder diese zusätzlichen, ja, Paneele. Dann hinten das große TH3-Triebwerk mit verbesserter Mechanik. Man sieht das, da sind so noch so ein paar mehr Klappen dran. Dann auch diese große runde Kranz, wo der Turm drinne steckt, der hat auch ein paar Änderungen bekommen. Hier vorne sind später die Manöverdüsen noch drinne, da wo diese schwarzen, ja, Schotten noch davor sind. Ja, und natürlich dieser monströse Turm hier oben drauf. Ich werde den nachher gleich noch ein bisschen ummodellieren, aber das ist schon sehr imposant und ich möchte nicht auf der falschen Seite von dem Ding stehen, wenn er losgeht. Ja, vorne die 2 Neutronenkanonen noch drinne. An der Seite die M4A-Laser, die sind also auch vom Typ her eine Nummer größer als die auf den 2 anderen Hornet-Varianten. Und jetzt schauen wir aber nochmal zurück ins Cockpit. Hier hat man also als Co-Pilot oder Waffenoffizier das HUD. Ein bisschen anders als vorne. Es wurde auch ein bisschen was an den Bedienelementen getan. Die sehen also ein klein wenig anders aus. Am Joystick und so weiter hat sich nichts geändert. Hier rechts sind ein paar kleinere Paneele dazugekommen. Ja, der Schubregler links geht immer noch nicht. Und was mir hier auffällt, auf jeden Fall, ich meine, als Waffenoffizier muss man nicht besonders viel sehen, aber man hat zum Beispiel keinen Blick nach rechts und links, sondern nur nach links und rechts oben. Also sehr eingeschränkte Sicht hier hinten drinne. Auf der anderen Seite, der Co-Pilotensitz soll ja auch multifunktionell benutzbar sein. Das heißt, er kann auch als Gefangenenplatz umfunktioniert werden. Das heißt, einfach Lockdown-Modus. Zusätzlich kann man, wenn man denn im Schiff das C&C-Modul drinne eingebaut hat, kann der zweite Spieler praktisch das bedienen und somit die Gruppe unterstützen. Oder wenn das Tracking-Modul oben drauf gebaut wurde, also der Langstreckenscanner, kann er das bedienen und der Pilot kümmert sich um die Navigation. Grundsätzlich ist es aber so, sollte man keinen zweiten Spieler hinten drinne haben, kann der Pilot auch alle Funktionen selber machen. Das stand ausdrücklich jetzt auch im letzten FAQ für die Hornet. So, nachdem wir das jetzt hier gesehen haben, werden wir jetzt wieder aussteigen und mal in die Pilotenkanzel gehen. Ihr seht, das Fahrgestell hat sich nicht wieder gefunden, ist also verschwunden. Soll uns aber jetzt nicht weiter stören. Wir gehen jetzt, wie gesagt, nach vorne.
Auch hier ein paar Animationsänderungen, aber im Großen und Ganzen alles beim Alten. Und jetzt, wenn man in die Ego-Perspektive geht, sieht man sofort, dass sich hier was geändert hat. Und zwar sitzt man viel, viel näher am HUD vorne. Man sitzt, wenn man nach links und rechts schaut, wird man das sehen, man sitzt viel, viel tiefer. Und ich würde mal behaupten, als Pilot gefällt mir das überhaupt nicht. Das ist einfach ein total eingeschränkter Sichtbereich. Man hat diese Riesenstreben vom Cockpit hier eigentlich an den wichtigsten Stellen, wo man hinguckt. Und nach links und rechts sehe ich gar nichts. Also der Sitz müsste mindestens 10, 15 cm höher sein, dass ich überhaupt nach links und rechts rausgucken kann. Weiß ich noch nicht, ob ich mich hiermit so anfreunden kann. Auch sonst, vom Cockpit her sieht man jetzt ähnlich wie hinten. Ist also keine Änderung zu sehen. Ein paar kleinere Armaturen sind hinzugekommen. Ja. Soweit also zum Cockpit-Inneren. Und jetzt steigen wir einfach wieder aus. Schauen wir uns das nochmal an. Da rutscht er also so ein bisschen seitlich über den Rumpf und nach unten. Und jetzt werden wir uns mal Richtung Holotable begeben, um zu schauen, wie die ganzen Sachen da drin aussehen. Da ist er. So, da haben wir die Hornet. Und hier haben wir an den Seiten M4A-Laser. Obendrauf den Repeater-Laser-Turret. Man sieht, in der Anzeige oben sind jetzt Neutronenkanonen drauf, also die Gatlings sind irgendwie gar nicht richtig drin. Wenn ich aber drüber fahre, sieht man da, die heißen Mantis GT-220. Und in der Beschreibung steht, dass es hydraulische angetriebene Gatling rotierende Kanonen sind, die kleinere Geschosse mit hoher Geschwindigkeit abfeuern. Und sie sind dazu entworfen, um durch Rüstung durchzuschlagen. Ja. Das sind also die Gatlings. Dann haben wir hier hinten drauf den Antrieb TR3. Unten den Ultra Overdrive Reaktor. Und vorne dran noch die Neutronenkanonen, die kennen wir schon aus der Basisversion. Was mich ein bisschen wundert, wir haben die Raketen nicht drin, wo auch immer die hin verschwunden sind. Jetzt schauen wir mal hier oben in die Waffen rein. Ah ja, da sind sie. Die müssten eigentlich hier in den Flügeln drin stecken, tun sie aber nicht. Wir werden jetzt aber mal Folgendes machen, wir gehen jetzt mal hin und tauschen die Gatlings gegen die Neutronenkanonen. Genau. Jetzt will ich gerade mal schauen. Ah ja, man könnte also auch die Raketen oben drauf schnallen. Das lassen wir jetzt mal. Das wird mit Sicherheit nicht gut aussehen. So, dann schließen wir den Tisch zum Speichern. Und gehen wieder zurück. Und dann sieht man schon, wie riesig eigentlich diese Kanonen da oben drauf sind. Man sieht auch hier, wenn man von vorne schaut, die Gatlings sind nicht wirklich am Flügel befestigt, die schweben noch so ein bisschen. Aber das sind schon Riesenteile. So, ganz nach dem Motto, ich habe 220 Freunde und die sind alle schneller als du. Ja, dann haben wir hier unten ein paar Manöverdüsen drunter. Wir wissen ja aus den Videos, dass die Hornet auch senkrecht starten kann. Übrigens eine Eigenschaft, die auch die Retaliator hat. Worauf ich mich sehr freue, dem Ding einfach mal durch die Decke zu starten. Und jetzt werde ich mal versuchen, das habe ich nämlich beim letzten Mal rausbekommen, einfach mal hier hoch zu springen, um dieses Schiff zu betreten sozusagen. So,
Und da sind wir oben bei den Kanonen. Und da sieht man an dem Turm, da ist noch so eine Art, ja, Zielerfassung, Kamera, was auch immer. Und bin ich jetzt schon oben drauf? Genau. Jetzt sind wir oben. Hier hinten ist noch irgendwas. Und dann steht also so ein bisschen in der Luft hier. Was auch immer das sein könnte. Antrieb. Irgendein Loch ist da noch drin. Ja, sieht auf jeden Fall sehr imposant aus. Ich muss sagen, die Überarbeitung der Hornet, um sie zeitgemäß ans RSI-Design anzupassen, ist mehr als geglückt. Also ich finde sie ultra schick. Und die Verkäufe haben ja auch für sich gesprochen. Ich meine, eine Minute nach dem Announcement der Hornet ist der Zähler um 20%, also um $200.000 nach oben gesprungen. Also Instant-Käufe. 4 Stunden oder 5 Stunden später war er schon bei 65% mehr und nach 9 Stunden waren wir von 20 auf 95% und am nächsten Morgen dann haben wir schon die nächste Millionenmarke geknackt. Also die Hornets haben eingeschlagen wie eine Bombe, finanztechnisch gesehen. Und ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, was passiert eigentlich, wenn ich... Ah, Cockpit hat... Okay. Das wollte ich gerade mal schnell testen. Was passiert, wenn ich da oben einsteige, ob er dann auch die Animation abspielt? Also man kann irgendwie so da hochlaufen. Oder auch nicht. Doch. So, und wenn ich jetzt... Okay, alles klar. Okay. Das war's soweit zur Hornet. Ich hoffe, der kleine Einblick hat euch gefallen. Die zwei anderen Versionen unterscheiden sich halt nur in der Hinsicht, dass sie eine andere Farbgebung haben. Die Tracker, also die Long-Range-Scanner-Variante, hat noch ein paar Antennenteile vorne und am Heck hinten. Und die Ghost hat eine Art Stealth, einen Schub oben, wo der Turm drinnen sitzt. Meine Überlegung dazu war noch, dass ich es schade finde, dass die Basisversion der Hornet keinerlei Laderaum bietet. Denn somit macht es die Long-Range-Variante, also die Tracker, eigentlich irrelevant für Explorer. Denn man kann dann zwar damit Dinge entdecken, aber man kann dann keinerlei Sachen einsammeln, weil man keinen Laderaum mehr hat. Dasselbe gilt für die Ghost. Sie hat eine ganz, ganz geringe Bewaffnung, also kaum schlagkräftig. Als Kurier kann man sie aber auch nicht, also als versteckten Kurier kann man sie aber auch nicht verwenden, weil sie keinen Laderaum hat, dank der Stealth-Sachen. Und mir fehlt so ein bisschen die Rolle für diese beiden Dinge. Für mich bietet die Super Hornet die beste Alternative in dem Hinblick, weil ich kann sowohl das Long Range Radar als auch den Stealth Einschub oben draufsetzen und habe jeweils noch einen Co-Piloten, der die Dinge bedienen kann, während ich fliege und kämpfe. Also vor allem für Gruppenspieler ausgelegt. Und für Explorer bleibt nach wie vor die 315P die bessere Variante. Denn sie hat sowohl einen standardmäßig installierten Traktorstrahl als auch Sprungantrieb und auch einen Laderaum. Das heißt, sie wird immer die Möglichkeit haben, die Dinge, die sie findet, auch einzusammeln. Etwas, was halt die Tracker nicht kann. Okay, so viel dazu. Nicht sehr viel Sonstiges zu sagen. Daher auch nur ein relativ kurzes Video hier zum Patch 8 aus dem Hangar. Und ich sage einfach Dankeschön und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.